Zuletzt bei Tears of the Kingdom. Wir entdeckten die schwebende Insel der Heldenmutprobe und erhielten hier nach einer Sturzflug-Challenge den Aero-Harnisch, welcher uns eine bessere Kontrolle in der Luft verspricht. Anschließend erkundeten wir das Donnerplateau und absolvierten den Runakita-Schrein, in welchem wir eine Kugel mit verschiedenen Transportmitteln zum Ziel bringen mussten. Freunde, wir sind auf dem Weg zum vergessenen Tempel und ich habe da was entdeckt, was glaube ich nicht so gesund ist. Ich weiß auch nicht, ob wir wirklich schon dafür bereit sind, aber das ist ein Leune, Freunde. Das ist einfach ein verdammter Leune. Das ist, ich habe wirklich keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist, den Kollegen herauszufordern. Aber ich würde sagen, wir machen es einfach mal. Wir speichern einfach mal und schauen, was passiert. Also ich meine, ich weiß ja noch, wie sie in Breath of the Wild funktioniert haben. Ich bin mir sicher, dass die Kollegen mittlerweile neuen Stuff gelernt haben. So. Aber ich glaube... Oh boah, ich muss jetzt schon aufpassen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist auf jeden Fall schon mal... Oh boah, ja. Okay, er hat auf jeden Fall schon mal einen neuen Angriff. Und ich glaube, man kann ihn auf jeden Fall auch noch mal wieder krass parieren, ne? Ja, man kann ihn sehr gut parieren. Oh, jetzt ist mein Schwert kaputt gegangen. Okay, ich nehme auch gleich mal so die krassen Sachen, die ich habe. Aufpassen. Genau. So. Oh, boah, ich glaube, ich mach dem gar keinen Schaden. Merkt ihr das? Merkt ihr das? Wie mein Schaden den gar nicht juckt? Oh, what? Okay, da macht er so einen Stich nach vorne. Ja. Ich muss die ganzen neuen Moves von denen natürlich noch lernen. Und, aber ich habe 3 Feen auch noch. Also wir können auf jeden Fall ein bisschen was probieren. Ja, sehr schön. Und ich muss wirklich gute Waffen nehmen. Das ist auch das Wichtigste. Ich weiß gar nicht, wie das mit Headshots bei dem Kollegen aussieht. Ja, das klappt sehr gut. Also das Parieren klappt sehr gut. So. Jetzt kommt wieder das. So, ausweichen, genau. Nee, irgendwie, die Headshots kommen noch nicht so durch, wie ich will. Die kommen wirklich noch nicht so... Boah, also eigentlich trifft er mich. Also wenn wir ehrlich sind, trifft er mich, aber ich will mich mal nicht beklagen. Freunde, ich will mich mal nicht beklagen. Genau, oh, da macht er irgendwie mal so ein... Da weiß ich noch nicht, wie ich das blocke. Da hackt er irgendwie einfach so nach vorne. Da habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, was die hier von mir wollen. Oh, okay, er schlägt einfach an mir vorbei. Kommt er nochmal? Okay, jetzt macht er den wieder. Ja. Das ist wirklich der beste Move zum Ausweichen. Also, sie haben sich nicht groß geändert. Ich habe jetzt bisher einen neuen Angriff gesehen, den ich jetzt so in der Art und Weise noch nicht kannte. Ja. Und das Parieren hier ist wirklich immer noch sehr stark. Jetzt ist auch gleich die Hinox-Achse kaputt. Das ist nicht so geil. So, jetzt kommt das wieder. Ja, doch, aber es geht noch. Es geht noch. Und vielleicht haben sie es auch wieder so eingebaut, dass man auf dem Rücken sitzt, dass man keine Ausdauer verliert. Sehr gut, sehr gut. Ausweichen. Genau. Weil immer wenn er das macht, versuche ich immer so einen Schuss rauszukriegen. Sehr gut. Jetzt nehme ich auch mal hier mein Zweihandschwert mit dem Hinox-Herz. So, aber dann wieder schnell wegpacken, weil mit Zweihandschwert hat man kein Schild draußen. Ah, ja, das ist immer der Move, ne? Oh, okay. Die kann man auch parieren. Habe ich jetzt aber tatsächlich kein Interesse dran. Aber wir können gucken, ob wir hier den Aufwind mitnehmen können. Ja, können wir. Ja, um hier einen Headshot zu setzen. Okay, tatsächlich kann man viel Skill beim Leunenbekämpfen aus BOTW mitbringen, um hier gegen die Kollegen zu bestehen. So, und bei der Exhalfus-Klinge weiß ich gar nicht, ob die schon synthetisiert ist oder ob ich die sogar noch synthetisieren könnte. Weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ja, sehr schön. Ausweichen. Genau, das ist immer, ja, das ist immer dieser, den muss ich noch lernen, ne? Vielleicht kann ich den auch parieren, das weiß ich noch nicht. So, nach hinten ausweichen.
So. Wir spielen das hier ganz safe runter, Freunde. Wir haben uns bisher noch keinen großen Fehler geleistet. Warte mal, kann ich jetzt auf seinen Rücken drauf? Nee, kann ich nicht. Shit. Oh, okay, nach hinten ausweichen ist es. Freunde, nach hinten ausweichen ist der Move hier. Verstanden. Aber was tatsächlich sehr auffällig ist, dass der jetzt tatsächlich gar nicht in seinen Rage-Mode kommt. Ist es nicht normalerweise immer so, dass wenn die nur noch Hälfte Leben haben, dass die dann so einen Rage-Mode bekommen, in welchem sie dann irgendwie so einfach viel Feuer um sich schreien? Oder ist das vielleicht bei den Anfangsleuten noch gar nicht so? Na, vielleicht sind das erst die schwereren Kollegen. Oh, what? Okay, er macht nochmal einen. Schild raus, Schild raus. Ja, jetzt brauche ich wieder meine Einhandwaffe. Ich glaube, ich könnte die Exalfußklinge tatsächlich noch mit irgendwas synthetisieren. Okay, nach hinten ausgewichen, das passt. So, jetzt aufpassen. Oh, meine Waffen, Freunde, meine Waffen. Dann machen wir meine Hinox-Axt auch kaputt. Okay, beim nächsten Mal vor dem Leunenkampf mehr Waffen synthetisieren. Das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ich brauche meine Einhandwaffen, ne? Oder ich probiere es mit dem Ivarok-Hammer wirklich, ne? Dass wir den uns einfach hier bereithalten. Und dass wir dann einfach versuchen zu parieren und über Headshots und so das dann zu machen. Aua, aua, jetzt hat er mich getroffen, die Sau. Aber ich habe hier einen Aufwind, ich habe hier einen Aufwind, den ich nutzen kann. Ja, sehr gut. Oh, jetzt hat er mich weggetreten. So, Heilung nochmal, ganz wichtig. Oh, jetzt geht mir echt gegen Ende der... Jetzt geht mir echt gegen Ende der Schaden, ne? Flöten. Viel ist es nicht mehr. Link, viel ist es nicht mehr, wirklich. So, hier schön nach hinten laufen. Auf Distanz. Ich weiß, dass ich das Feuer auch parieren kann. Ich bin mir dessen bewusst. Aber ich traue es mich irgendwie noch nicht so ganz. Aber vielleicht, wir müssen das auch probieren, Freunde. Wir müssen das auch probieren. Schade. Ich krieg... Oh ja, das ist genau der Headshot, den ich gebraucht habe. Wir kriegen das schon noch pariert. So. Das war's. Das war's. Wir haben unseren ersten Leuten im TOTK besiegt. Yes. Oh, strong. Leunenmassivhorn. 18 Angriffsstärke. Wow. Holzpfeil. Leunenhuf. Größer als der Huf eines Pferdes, noch schwerer. Man kann damit Medizin herstellen oder die Angriffskraft von Pfeilen krass erhöhen. So. Leunensäbelhorn. 22 Stärke. Okay, damit kann man krasse Waffen erstellen. Damit kann man sehr krasse Waffen erstellen. Leunenbogen. Warte mal. Hat der zwei Bögen da? Nee, hat er nicht. Achso, ich kann den nicht aufheben, deswegen. Leunenbogen mal 3. Und dann hier nochmal eine Soldatenlanze. Freunde, wir haben unseren ersten Leun besiegt. Sehr schön. Und wie gesagt, sie haben nur einen neuen Move, den ich noch ein bisschen studieren muss. Aber prinzipiell habe ich, glaube ich, immer noch ganz gut im Blut. Wie die Kollegen hier ticken. Warte mal, hier waren überall gerade so Libellen, aber ist irgendwie alle weg. Wollt ihr jetzt eigentlich so schön fotografieren oder mir eine mitnehmen? Nee, wird uns nicht gegönnt. So, ja, da vorne ist der vergessene Tempel. Ich würde sagen, wir gehen da direkt hin. Ah, schaut mal, da sind diese Ruinen. Und da vorne in diesem Wald, seht ihr diesen kleinen kreisförmigen Wald da vorne? Da war in der Second Wind Mod. Also in dieser Mod, die quasi wirklich von Fans gemacht wurde, um quasi Breath of the Wild noch richtig zu erweitern mit Story und Mission und allem. Da haben die ein eigenes neues Dorf hingebaut. Spannend, spannend. So, ah, warte mal, jetzt nehme ich mal hier das Sonanium-Schwert. Ich weiß, dass das Sonanium-Schwert natürlich nur besser ist, wenn man es, sag ich mal, mit Sonanium-Stuff synthetisiert. Aber ich glaube, ich werde jetzt einfach mal meinen Leuen-Stuff, den ich habe. So, das und das Säbelhorn, wo ist denn das hier? Genau, und das Exalfosshorn nehme ich auch nochmal. Ich lege die Sachen jetzt erstmal auf den Boden und verbinde jetzt einfach meine Waffen damit, ne? Dass wir einfach hier ein bisschen krassere Waffen hinbekommen, ne? Hier ein 18er Schwert. Da machen wir uns hier auf jeden Fall nochmal. Zack. Ein 28er Schwert. Let's go. Und dann können wir an diesen Prügel hier, können wir auch noch das Exalfosshorn hinmachen. Boah, habe ich jetzt ein richtiges Katana, yo. Na, dass wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen
bisschen schönere Waffen hinbekommen. Das ist doch eine gute Sache. Ich glaube, da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Das ist was, womit ich mir irgendwie noch so sehr schwer tue. Ich denke mir immer so, ich habe diese ganzen krassen Utensilien. Da warte ich dann noch auf eine bessere Waffe, auf die ich das drauf crafte. Aber ich glaube, so wirklich bessere Waffen wird es nicht geben. So, die besseren Waffen sind die Waffen, die man dann synthetisiert. So, das muss ich glaube ich noch so ein bisschen in meinen Schädel reinbekommen. Dass jetzt diese ganzen Zutaten, die man sammelt, nicht einfach nur da sind. Da muss ich kaputt hauen. Dass man sie für irgendwas aufspart, sondern man muss sie einfach verwenden. So, man muss sie einfach verwenden, wenn man hier weiterkommen will. Und ich bin halt so jemand, ich behalte immer Sachen gerne im Inventar und ich will mir da... Hi. Ich will irgendwie die nicht zu schnell verbrauchen, wenn ihr versteht, was ich meine, aber das ist eigentlich total cool. Jawollo, sehr gut. Haben wir den Kollegen doch auch erwischt. Aber ich glaube, das reicht nicht ganz, um den zu killen. Man kriegt immer eine Achterkombo raus. Oder nee, man kriegt sogar 10 Schläge raus. Alles klar. So. Dann. Was hattest du denn? Einverleibt. Ein Bernstein? Ja, die muss ich auf jeden Fall. Ich muss ein Gefühl dafür bekommen, Freunde. Okay? Gebt mir ein bisschen Zeit. Ich muss ein Gefühl dafür bekommen. Was sich gut auf Waffen macht. Welche Sachen man besser vielleicht noch im Inventar behält für spätere Zeit. Topaz. Sehr schön. Ich glaube, man sagt Topaz. Ich habe immer Topaz gesagt. Aber ich glaube, man sagt Topaz. Da wurde ich im Stream mal vollgefrontet. Man muss einfach noch genau gucken, was verkauft man, was packt man auf Waffen, was bringt viele Rubine und, und. Es ist ein neues Spiel. Da wird man im ersten Playthrough alles andere als perfekt spielen. Und das ist auch gar nicht mein Anspruch, Freunde. Ich will einfach die Welt entdecken. Das ist das Wichtigste. So, da haben wir den Brunnen auch erkundet. Und theoretisch hier mit diesen Würfeln. Warum sind hier so viele Metallwürfel? Soll mir das irgendwas sagen? Ich weiß, dass man die auf jeden Fall kaputt machen kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich daraus was bauen soll. Kann das sein? Haben wir einen Röstbarsch und einen Pfeil. Und warum? Das sieht schon sehr verdächtig aus. Und hier sind noch irgendwie so ganz viele so Lilienblätter. Das ist irgendwie... Das sieht ja sehr crazy aus. Warum sind hier so viele Metallwürfel? Muss man hier irgendwas aus Metallwürfeln machen? Weil ich mache die jetzt halt irgendwie alle kaputt. Ich habe das Gefühl, ich müsste was daraus bauen. Aber ich weiß nicht, was ich daraus bauen soll. Ich mache die jetzt einfach mal kaputt. Wenn ich die für eine Quest oder so brauche, dann erscheinen die schon wieder, Freunde. Dann respawnen die schon wieder. Aber hier sind jetzt sehr viele... sehr gut. Hier sind jetzt sehr viele Pfeile drin und alles. Eine Röstkrabbe auch noch. Das kann ich aktuell im Inventar tatsächlich gut gebrauchen. Deswegen nehme ich das Ganze jetzt mal mit. Und hier haben wir auch noch, ein verrostetes Schwert. Passt auf, dann nehme ich doch das gleich mal, um die hier kaputt zu prügeln. Kann ich vielleicht hier mit irgendwas synthetisieren? Liegt hier irgendwas rum? Ah, warte mal! Ja, klar! Ah, da vorne läuft ein Bossbock. Da ist der, glaube ich, rum, ne? Und auf den Bossbock und passt auf. Dann packen wir das jetzt hier mal in unser verrostetes Schwert. Gibt uns zwar nur plus eins. Ah, aber damit bauen wir uns das. Das ist ein Hammer. Ich glaube, dass man sich damit tatsächlich eine Art Hammer bauen kann, mit der man viel kaputt macht. Okay, das werde ich mir merken, ja? Ja, sehr, sehr geil. Oh ja, es ist ja legit ein Hammer, ne? Ein Holzstock? Oder ich meine, es ist nur ein Schwert jetzt, aber ein Stock, an dem ein Stück schweres Eisen dranhängt. Das ist die Definition eines Hammers. Das heißt wahrscheinlich auch einfach Hammer, ne? Okay, ist ja sogar Eisenkistenhammer, alles klar. So, also irgendwie ein sehr verdächtiger Ort. Ich sehe aber noch nicht ganz das Secret, was es hier geben soll. Also was mir auf jeden Fall auch auffällt, ist auch das hier vorne, das sind so kleine Vorsprünge, also... Es sieht so aus, als ob das Spiel irgendwie wollen würde, dass man hier den Deckensprung verwendet. Aber ich denke mir so, warum? Also, warum sollte ich hier den Deckensprung verwenden? Ich meine, da kommt man doch auch einfach so hoch. Also, wenn diese Ruinen ein Secret haben, dann weiß ich es nicht. Wie heißen die? Maritta-Umschlagplatz. Ja, Maritta-Ebene. Oh, da ist der Bossbock. Oh, nein! Verdammte Axt, aber wir haben ihn gleich geheadshottet, so jetzt müssen wir sehr aufpassen. Passt auf. So, das war jetzt noch nicht so erfolgreich, aber jetzt packen wir hier einfach mal eine Bombe hier ran. Nein, keine Bombe. Die sind mir jetzt schon zu nah an mir dran. Auswahl. Oh boy. Okay, ich weiß noch nicht, ob ich eine Chance gegen den habe. Okay, aber wenn sie von mir weglaufen,
Habe ich die Chance, hier eine Bombe zu zünden? Ja. So, das ist, ich will mich nur nicht wieder selber in die Luft sprengen. Das ist letztes Mal echt schon nicht gut gegangen. Wir kriegen ja gut was zu essen. Pass auf, dann greifen wir jetzt direkt den hier an. So, genau, die blocken. So, der Kollege hier, dem seine Waffe brennt. Meister, willst du was gegen uns tun? Oh, der kann so nach vorne und so einen krassen Schlag machen. Alles klar. Ich nehme mir mal seine Steinaxt. Ich nehme hier sein Schild. Wir haben hier gelbes Schleimgelee. Oh Gott. Okay, pass auf, wenn ich hier gelbes Schleimgelee habe, pass auf, dann nehme ich das. Und dann machen wir da jetzt einfach mal einen Elektropfeil draus, ha? Huh? Was hältst du davon? Jawollo. Oh, und der hat deswegen seine Waffe fallen lassen. Und warte mal, der verbrennt auch. Der hält ja gar nicht so viel aus, wie ich dachte. Der verbrennt einfach, der Kollege. Geil. Ja, ich muss sagen, der Elektroschleim hat mir gerade sehr den Arsch gerettet. Der hat einen Schubsstock. Einfach einen Stock, wo ein Ding dran ist. Jo, wie cool. Einfach einen Stock, wo ein Pilz dran ist. Und dann kannst du aber so Sachen anpoken. Schubsen halt, ne? Stöcke muss ich auch noch fotografieren. Alles zu seiner Zeit. Oh, Monsterloot auch. Ach du Scheiße. Okay. Wir müssen noch eine riesige Fotoquest machen. Ich sehe es schon. Es gibt viel mehr fotografierenswerten Stuff. Weil jeder Monsterloot jetzt quasi auch eine eigene Waffe ist. Und deswegen muss man die wahrscheinlich auch fotografieren. Was haben wir hier? Ich kann hier irgendwas aufheben. Ach, das ist der Stein. Ah, okay. So, wir laufen einfach mal weiter Richtung Vergessener Tempel. Ja, und hier ist wirklich, ne? Seht ihr das? Das ist wirklich so ein Kreis. Hier war früher ein Stall. Hier war früher ein Stall. Aber der wurde abgerissen. Warum haben die denn hier diese ganzen alten Ställe abgerissen? Was war denn mit denen los? Und der hat richtig viel wertvoll. Nee, das sind Plüschis. Der hat einfach Plüschis hier hinten drauf. Wo geht's zur Schule? Nanu, ich bin hier nicht auf, dem richtigen Weg nach Ateno. Nachdem ich mir von einer Gerudo hab zeigen lassen, wie das geht, habe ich extra viele Sandrobenstofftiere gehäkelt. Und die wollte ich ja an die Kinder in der Ateno-Schule verteilen. Es würde mich so glücklich machen, wenn sie sich über die Stofftiere freuen, aber ich habe die Angewohnheit, andere immer recht streng anzublicken. Da sind schon Kinder in Tränen ausgebrochen. Ich hab's. Ich muss einfach nur fleißig üben, die Geschenke mit einem breiten Lächeln zu überreichen. Guten Tag allerseits, die Frau mit den Sandrobben ist da. Da fehlt noch das gewisse Etwas. Ein Kesserspruch, kindgerechtes Wortspiel. Noch ein Versuch. Sandigen guten Tag. Heute schon gerobbelt? Puh, irgendwie peinlich, oder? Aber um den lieben Kleinen eine Freude zu machen, muss ich da wohl durch. Was machst du? Warum erschreckt sich eigentlich jeder, wenn wir ihn ansprechen? Jeder, den wir ansprechen, erschreckt sich. Schleich dich nicht so an. Jetzt sind meine Sandrobbenstofftiere weg. Es war eine Riesenplackerei, 10 Stück von denen zu häkeln. Jetzt soll ich sie auch noch wieder einsammeln? Ja, alles gut, ich helfe dir. Oh, das hätte ich gar nicht erwartet. Dann wirf sie doch bitte wieder zurück auf den Wagen, ja? Wenn du 10 zurückbringst, gebe ich dir eine kleine Belohnung. Aber denk dran, dass du alle erwischen musst. Mittendrin schlapp machen gilt nicht. Also, der Wagen ist da vorne. Pack sie auf die Ladefläche. Als kleine Motivationshilfe werde ich dir dabei deine Zeit messen. Du wirst sicher niemals auch nur daran denken, eine davon einzustecken, oder? Wenn du deine Sache gut machst, kriegst du garantiert eine Belohnung. Okay. 20 Rubine. Okay, das ist ein Minispiel. Das ist tatsächlich ein altes Robben... Einsammeln Minispiel. Insgesamt sind es 10 Stück. Pack sie möglichst ordentlich auf die Ladefläche, ja? Okay. Was zur Hölle? Das ist mal ein interessantes Spiel. So, jetzt passt mal auf. Zack. So, ich verbinde die jetzt alle hier schön. Machen wir schon mal 3. Und das noch eine. 4. So. Und sie sagt ja schön ordentlich. Ich weiß nicht, ob es gut ist, die alle zu einem Ball zusammen zu bauen, aber ich mache es einfach mal. So. 7. 8. So, da ist die 9. So, und die 10 suchen wir einfach gleich. Pass auf. Dann tun wir die 9 jetzt schon mal drauf. Und es waren 8? What? Okay, da ist die 9. Oder gilt jetzt eine davon nicht? Ragt vielleicht eine irgendwie über den Rand rüber oder so? Ah ja, eine ist runtergefallen. Eine ist runtergefallen, verdammt. Pass auf, jetzt Beeilung. Okay, sogar unter einer Minute. Das könnte vielleicht noch wichtig sein. Wie, du hast schon alle? Wow, das ging ja schnell. Na, unter einer Minute, das reicht mir. Super, danke dir, du hast sie im Handumdrehen wieder eingesammelt. Hier ist deine Belohnung. Nen Fuffi. Sehr gut.
Ich werde jetzt weiter mein Lächeln üben. Ich habe zu tun. Lass mich in Ruhe. Bis dann. Alles klar. Okay. Das Robben-Plüschtier-Einsammel-Minispiel. Sehr, sehr interessant. Alles klar. Haben wir das auch mal gesehen. Ja, die Minispiele sind immer, immer sehr crazy tatsächlich. Die sind immer schon sehr, sehr eigen. Und ich bin auch wieder gespannt, ob ich schaffe, alle zu finden. In Breath of the Wild war es auch so, dass es regelmäßig Minispiele gab, die ich einfach nicht gefunden habe. So, ich wusste einfach gar nicht, dass die existieren. Oh Mann, hier überall diese Baustellen. Ich muss doch hier... Oh, warte mal, schaut mal, die haben sogar eine Kutsche. Okay, passt auf. Das machen wir jetzt ganz schnell. Ich meine, das sind zwei rote Bocklins. So, oh, what? Oh, jetzt ist mein Bogen kaputt gegangen. No way. So, dann machen wir erstmal hier Feierabend für dich. Mhm. So, und jetzt aufgepasst. Oh, nee. Ah, die transportieren eine Truhe, sehe ich gerade. Okay, der buddelt sich jetzt erstmal einen Stein aus, weil er keine Waffe hat. Ach, weil er der Reiter war. So. Na, liebes Pferd, aber warte mal. Das kann ich doch wahrscheinlich jetzt nehmen, oder? Kann man das Pferd mit der Kutsche nehmen? Ein Opal. Sehr schön. So. Na dann, dann würde ich sagen, let's go, Pferdi, ne? Würde ich sagen, düsen wir mal davor zu dem Schrein. Ich habe zwar keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt, mit dieser Kutsche jetzt von A nach B zu düsen. Wenn ich ehrlich bin, irgendwie nicht. Ne, weil ich brauche... Oh, schaut mal. Man kann da richtig stylisch auf seinem... auf seinem Ding landen. Auf seinem Anhänger. So. Wer ist der Rotzahneber, ne? Habe ich in BOTW auch schon falsch gelesen. Habe ich Rotzahnheber gelesen. Der Rotzahneber. Ganz fieses Wort. Ganz, ganz, ganz fieses Wort. Mal das noch? Ein Bird? Regenbogentaube? Ja, doch. Ich will natürlich auch die Tierwelt festhalten, sagte er, während er hier so einen Reiher vertrieben hat. Aber er gilt noch. Der Pfirsichreiher. Let's go. So wie ich, wenn ich mal wieder in einer Nacht zu viel Pfirsichlikör getrunken habe. Chili. Der Pfirsichreiher. Oh mein Gott. Schlecht. Vergessen wir den, okay? Wir vergessen ihn einfach. Okay. Es ist der Moment, wenn deine Witze so schlecht sind, dass du dich selber darüber wunderst, wie mies sie sind. So, aber ich will natürlich zu diesem Schrein, der da sehr offensichtlich in der Welt herumsteht. Wo überall sind liegen diese Steine auf dem Boden, ne? Überall sind hier einfach Steine auf dem Boden gekracht. Ich weiß immer gar nicht, ob ich die untersuchen soll. Also ob die mir irgendwie anzeigen, dass da was ist. Oder ob das quasi einfach nur Trash ist. Ich kann das immer total schwer einschätzen. So, aber hier an das Schwert packe ich jetzt, glaube ich, tatsächlich diesen Felsen hier ran. Denn das kann man so ein, zwei Felsenwaffen im Inventar zu haben, kann, glaube ich, nie schaden. Weil ich denke, dass man immer wieder an Stellen kommt, bei welchen man... das war kein... Hier, Räuberwolf. Wo man halt eine Wand kaputt prügeln muss. Und das geht ja vor allem mit diesen Felsenhammern ganz gut. Deshalb nehme ich davon ein paar mit. Aber ich kann mir vorstellen, dass das mit dieser Eisentruhen... Vorrichtung ganz gut geht. So. Schrein. Ich schwöre, ich spreche jeden einzelnen Schreinnamen falsch aus. Das klingt ja nicht mal nach japanischen Namen. Klar, wenn du wahrscheinlich irgendwie die Buchstaben verdrehst, so war es ja, glaube ich, auch im Vorgänger. Dann kamst du ja, glaube ich, immer auf die Namen der Entwickler. Keine Ahnung. Spiel mit dem Feuer. Sehr gerne. Also, was ist hier los? Wir haben hier Eis. So, und wahrscheinlich muss ich das Eis schmelzen, den Eisblock, damit der hier reinpasst. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Ja, dann kann ich hochheben. Okay, und ich muss den wahrscheinlich einfach da reinhalten, bis der eine passende Größe erreicht hat, oder? So, machen wir noch ein bisschen kleiner. Machen wir mal so. Das müsste doch eigentlich ganz gut funktionieren, oder? Jawollo. Das sieht gut aus. So. Und da oben... Ah, warte mal. Ah, da muss ich den Eisblock hinpacken. Da muss ich den Eisblock hinpacken, dann mich durch die Decke saugen und dann da hoch. So, aber ich vermute, hier muss ich wahrscheinlich einfach meinen Gleiter zünden. Genau. Dann komme ich hier hoch. Ah, und den muss ich da... Oh, im richtigen Moment rausnehmen. Das lief jetzt irgendwie noch nicht so gut. Kann ich... Warte mal, kann ich den da draufpacken? Ja, ich kann auf dem sliden. Cool.
Das muss ich denn nur hier passend da drauf tun. Genau. Sehr schön. So, und wir kommen unten an. Nee, 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 nicht zu weit, Kollege. Nee, stopp, aber das wollte ich auch nicht. So, dich brauche ich. So, weil dann kann ich nämlich hier hin. Oh, aber ich weiß gar nicht, ob mir das reicht. Ich weiß gar nicht, ob mir das reicht. Ha. Mal sehen. So, doch, doch, jetzt reicht. Sehr schön. Gut. Dann hätten wir die Truhe. Aber warum genau muss ich mir noch eine Sunanium-Lanze? Okay. Habe ich so in der Art und Weise auch noch nicht gesehen. Habe ich eigentlich wieder den Selfie-Modus in meiner Ding? Ja, habe ich. Sehr schön. Dann kann ich nämlich alles hier hinten fotografieren. So, nämlich das Ritterschild. Und schauen wir mal, ob wir hier was sehen. Nee. Da, den Bogen. Den will ich. Konstruktbogen, ja. Alles nicht so einfach. Ritterschild. Ritterschild, Ritterschild. War da nicht immer noch das verrostete Schwert? Nee, alles gut. Machen wir dann irgendwann später. Ja, aber was bringt mir jetzt das Ganze? Also warum habe ich das gemacht? Da kommt wahrscheinlich ein neuer Eisblock raus. Wie komme ich durch diese Tür? Was ist das Rätsel, um durch diese Tür zu kommen? Also ich meine, was man sich von hier drüben mitbringt, ist ja quasi ein zweiter Eisblock. Aber was genau bringt der? Warte mal, ist da im Feuer vielleicht etwas? Ja. Da im Feuer ist etwas. Das muss runtergedrückt werden. Muss ich das irgendwie... Warte mal, muss ich... Irgendwie wahrscheinlich ein paar... Vielleicht, wenn ich das so... Ah, warte mal, vielleicht, wenn ich mit dem einen... Passt mal auf. Wenn ich mit dem einen den anderen schütze... Klappt das vielleicht? Dass ich die so zwei aufeinander stelle? Oh, ich habe keine Ahnung. Dann irgendwie muss ich da schnell genug sein? Nee. Das klappt irgendwie nicht so ganz. Warte mal, ich schmelze ihn jetzt erstmal. Wie kriege ich die Tür auf? Warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann doch hier hoch. Bringt mir das etwas? Ich mache immer noch das falsche Menü auf. Habe ich hiervon etwas? Nee. Oder ich muss das vielleicht mit dem Zeitmodul machen. Das ist immer noch die andere Variante, die ich habe, aber... Warum habe ich zwei Eisblöcke? Das kapiere ich irgendwie noch nicht so. Wenn ich jetzt irgendwie hier schnell genug den da drauf lege... Ja, genau! Dann wird der runtergedrückt, aber... Ja doch, wahrscheinlich brauche ich den zweiten hier. Und dann müssen die sich irgendwie... Ich weiß es nicht. Gegenseitig schützen oder so? Die müssen halt... Also entweder muss ich das Feuer ausbekommen. Dann halte ich aber eher für unwahrscheinlich, dass ich das schaffe. Verdammt. Ich will den bei voller Größe. Ich will den bei voller Größe. Bro. Kann ich den nicht aus der Luft greifen? Ist das nicht möglich? Ja, okay. Ich denke, die Größe ist schon in Ordnung. Oh, come on. Rutsch doch los. Eigentlich, von der Größe her, ist der eigentlich ganz, ganz nice. Jetzt weiß ich nur noch nicht, was ich... So, dann halt ich mal weg. Ne, wie ich den lang genug überleben lasse. Also, ich kann das so machen. Aber das ist irgendwie auch nicht sinnvoll. Wozu ist der zweite da? Nee, das... Hä? Ey, ich check's nicht, Mann. Ah, warte mal. Vielleicht, wenn ich da einfach zwei kleine drauflege. Nee, das reicht auch nicht. Wenn ich mich jetzt noch draufstelle... Nee. Warte mal, warte mal. What? Schau euch das mal an. Ich kann den so knapp da drauflegen, dass der nicht schmilzt.
Das ist mit Sicherheit nicht die gewollte Lösung. Aber anders kapiere ich es nicht. Ich glaube, wenn man den ganz knapp an den Rand legt, dann wird der vom Feuer nicht erreicht. Und wir können uns damit dann quasi das Ganze hier hinbekommen. Warum liegt hier eigentlich noch ein kleiner? Machen wir einfach mal. Oh, wait! No way! Hier ist eine Steinplatte! Nein, laber doch nicht! Bro, wie konnte ich das übersehen? Och, nee. Oh mein Gott. Es ist ja so offensichtlich. Och, nein. Ich schäme mich. Es ist ja so einfach. Wow. Pass auf. Och, nee. Das ist mir jetzt äußerst unangenehm. Komm, dann nehmen wir jetzt sogar die... Dann nehmen wir jetzt sogar die gewollte Lösung, Freunde. Na komm, dann packen wir beide so gut es geht da drunter. Na, und dann hängen wir das einfach hier mit dem... Oh, nee! Ich wollte das mit dem Schutz da reintun. Warum warst du jetzt so? So, jetzt hier drauf. Und das reicht vollkommen und wir kommen dadurch. Ah, Freunde. Ja, manchmal... Aber das sah auch aus wie eine Wand. Das sah einfach aus wie eine Wand. Ich habe das jetzt einfach nicht als ein abnehmbares Teil erkennen können. Mein Blick, mein Fokus war noch nicht so da, wie er sein sollte. Aber die Erleuchtung kam, Freunde. Die Erleuchtung kam. Es ist ja wichtig, es ist ja nicht schlimm, wenn man dumm ist. So, man muss ja dann nur seine Dummheit erkennen und es besser machen. Und das haben wir jetzt hinbekommen. Friends, vielen, vielen Dank, dass ihr mich heute wieder durch diesen Pfad begleitet habt. Wir haben unseren ersten Leunen besiegt. Wir haben das Plüsch-Einsammeln-Minispiel gespielt. Was zur Hölle das auch immer sein mag. Oder also, warum auch immer das existiert, besser gesagt. Und beim nächsten Mal erreichen wir tatsächlich den vergessenen Tempel. Und da möchte Impa irgendwas mit uns tun. Ich bin ehrlich, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Also, hat ja irgendwas mit den Glyphen zu tun. Aber ich bin mir sicher, dass wir es herausfinden. Begleitet mich. Die Story ist immer noch ein ganz großes Mysterium, aber es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und vielleicht kriegen wir auch schon 1% mehr Wissen über all das, was hier passiert, wenn wir den vergessenen Tempel betreten. Seid dabei und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. So, und jetzt fotografieren wir noch diesen Arm hier. Oh, den habe ich schon fotografiert. Oh, Bro. Aber den Bockbogen noch nicht. Yeah. Vielen lieben Dank noch an JT90PRL, Hykris Ski und Lux Arcadia für eure riesige Kanalmitgliedschaft.